Ja, ich bin Yir Özlem, bin 22 Jahre alt und komme aus Salzgitter-Lehmstedt. Ich mache eine Ausbildung zum Industriemechaniker und bin im zweiten Lehrjahr. Ein Industriemechaniker hat die Aufgaben Instandhaltung und Wartung von Anlagen, Maschinen, Geräten, je nachdem. Also handwerklich muss man eigentlich auch schon begabt sein. Grob- und Feinmotorik muss dabei sein. Jetzt bin ich in einer Gruppe mit 13 Personen, 2 Mädchen und 11 Jungs. Ja, am Anfang wurde uns halt auch die Frage gestellt, was macht ihr hier eigentlich, warum gerade als Mädchen? Ja, man muss selbstbewusst sein, man muss sich einiges trauen zu machen. Wenn es kein Frauenjob ist, heißt es nicht, Frauen schaffen das nicht. Ich kann von mir aus sagen, Frauen schaffen manchmal sogar mehr als Männer. Aber mittlerweile, die helfen uns schon. Wir können zum Beispiel nicht immer schwer tragen, da packen sie mit an. Oder es gibt auch mal Zeiten, da helfen wir denen auch. Wenn Feinarbeiten gemacht werden müssen, da, wie ich es gesehen habe, können das Frauen, Mädchen besser. Ja, die Jungs sind eher die Grobmotoriker. Ja, mit vielen Azubis zu lernen, ist es meiner Meinung nach ein Vorteil, denn es gibt verschiedene Meinungen und man unterstützt sich gegenseitig, man hilft. Bei Fragen kann man fragen, alleine ist es halt schwer. Bisher hatten wir unterschiedliche Lehrgänge, wie zum Beispiel Drehen, Fräsen, Schweißen. Wir haben auch viel gefeilt, gesägt, gebohrt, also mit vielen verschiedenen unterschiedlichen Maschinen gearbeitet. Wir haben auf der Arbeit Kollegen kennengelernt, mit denen machen wir auch in der Freizeit sehr viel. Und in den Pausen treffen wir uns, erzählen über unsere Arbeit, was wir geleistet haben. Zurzeit bin ich im Außenbetrieb an der Keullinie. Da werden die fertigen Bleche nochmal aufgewickelt. Das heißt, für Kunden wie zum Beispiel für die Automobilindustrie oder Haushaltsgeräte, je nach Wunsch fertiggestellt. Ja, die Salzgitter AG bietet sehr verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Meisterausbildung oder Technikerschule, eventuell studieren. Ich weiß noch nicht genau, was ich in der Zukunft mache, aber es ist für mich jetzt eine Herausforderung. Ich mache den Job sehr gerne. Zurzeit kann ich mir was anderes nicht vorstellen. Mit den Arbeitskollegen arbeitet man im Team. Das passt alles. Meister kommen einem entgegen. Bei Problemen, Interessen, Beschwerden geht man zu der Jugendvertretung. Und das ist alles einfach so ein Geben-Nehmen.